Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Im letzten Part haben wir die ersten Goblins besiegt, die Stadt belagert haben. Jetzt geht's weiter. Wir haben ja jemanden stehen im Schankraum. Könnt ihr es riechen? Der drückende Gestank verdorbener Kreaturen, die allem Friedlichen nach dem Leben trachten, liegt in der Luft. Sie besudeln alles, was sie berühren. Sie plündern, rauben, zerstören und morden, wo immer sie auftauchen. Was würde ich für ein Unwetter geben, das sie alle von Dedes Antlitz hinwegfegt? Dass auf Schicksal nicht zu hoffen ist, das weiß ich nun mal allzu gut. So ist es wohl an mir, Anker und Falkenkralle, Geschicke wieder in gerechte Bahn zu lenken. Ich hätte es auch längst versucht, wenn auch nur der Hauch eine Chance bestanden hätte, bis sie im urkischen Anführer durchzubringen. Urkischen Anführer durchzutreten, ohne den im übrigen Goblin-Schmutz auf den Plan zu rufen. Das nahe Wort, erschreckend, als hegte er eine persönliche Kräule mit den Urge und seiner Bande. Mag sein, aber meine Gefühle sind nicht mehr von Belang. Hier geht es um mehr. Machende Dinge bedürfen niemals ungesühnt bleiben. So auch das, was dieser Haufen Abschaum dort unten verbrochen hat. Ich war des Nachts voll auf der Jagd, tief in den Wäldern. Ich hatte gerade meine Beute vor mir, als eine böse Vorahnung mein Herz ergriff. Ich ließ ab von meiner Beute und rannte so schnell ich konnte zurück zu meiner Sippe. Erst bei Tagesanbruch erreichte ich mein Dorf und was ich dort im kalten Morgen nicht vorfand, ist meine Welt in Stücke. Meine Sippe, die Pause geblüht und niedergebrannt. Ganze Familien, jeder meiner Freunde ermordet. Seit diesem Moment dient mein Leben nur noch dem Ziel, diese Untiere zur Strecke zu bringen. Was zu hören, ich wünschte, euer Verlust könnte ungeschehen gemacht werden. Ich kann schon allzu gut verstehen, ich werde eurem Kampf gegen Uge helfen. Das ist gut, dann kommt mit, ich möchte euch etwas zeigen. Seht, dies ist der Zugang zu ihrem Lager. Über dieses ausgetrocknete Flussbett betreten und verlassen sie ihr Loch. Was warten wir denn noch? Nutzen wir die genähten Kräfte das Lager an? So, den halten wir auch nicht am Leben zu hängen. Das ist keine kleine Plünderplante. Plünderbande, das ist fast schon eine Armee. Selbst mit eurer Hilfe wäre ein Angriff Selbstmord. Wir bräuchten viele Krieger, um diesen Nest auszuheben. Wir werden mit der Stadtwache von Talon und sie fügt über gut gerüstete Männer. Ich auch von Talon, sagt ihr. Wenn sie genügend Soldaten schickt, hätten wir eine Chance. Wir könnten diesen Abschaum kurzerhand überrennen. Ja gut, dann erstatten wir mal den Hauptmannbericht. Ein Elf mit einer Zwergenseele, was es nicht alles gibt. Aber wollten wir nicht gerade zurück ins Dorf und unsere Belohnung abholen? Von ursprünglicher Prinzheim, junge Dame. Da können wir mal schnell überhaupt mal zurück. Vorher werden wir anscheinend nochmal überfallen. Also bis Respawn ist. Der Haupthelm ist schon wieder tot, einfach nur. Warum? Merkt, krieg ich es nicht mit, dass er... Okay, lass uns noch kurz auf den... Krieg ich es nicht mit, dass er auf die Fresse kassiert, oder... Was läuft da falsch? Wenn der erste, der fällt. Ich kann es jetzt nicht mehr aus, als er. Das bin ich. Ich versuch mein Bestes. Meine Klasse ist da, sonst verkehrt nämlich. Nimm das! Ja, das ist ein Schuss. Och Mann, der muss alles. Mein Haupt hätte unbedingt mehr lebenslang gegeben, wenn es gefühlt wurde. Schön hinter mir bleiben. Das bin ich. Kann ich mal Körperruhe Geist zeigen? Dann können wir das nämlich heilen. Wunden ist das Pencil kurz, die Wunden ist weg. Physische kriegt normale Wunden umwandeln, manchmal auch nicht. Und die Lebensergebnisse, die Rastreiner gehen, laden sich ein bisschen schneller auf. Was läuft da falsch? Lebensergebnisse 46, so wenig ist das gar nicht. Komm, ich kill jetzt mal selbst Beherrschung. Wenigstens einmal mehr. Das erhöht halt auch nicht den Schaden, das macht eigentlich nur die Lebensenergie. Ich habe auch
ganze Abenteuer über noch keine Ringe gefunden. Das ist halt auch komisch. Ich glaube, bei Kletterer 1 gibt es auch weniger Ringe als beim Zoppental. Da liegt es auch. Bisschen riesig bekommen hat man allen nur was geklaut ist. Nichts, das Leben oder Ausdauer gebracht hat. Na klar. Klar, es muss gut sein. Gift noch aus werden. So. Kann natürlich sein, dass man halt vorrennt, immer der erste ist, wo du alle Goblins draufgehen. Ich habe da nicht so drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe dann einfach nur, dass er auf einmal tot ist. Ich glaube, ich stecke in jedem Schlagungspunkt stecke ich bei ihm auf jeden Fall Selbstbeherrschung und Lebensenergie. Ich meine, wir haben jetzt mal alles gelernt, dann haben wir Schlag, wenn wir genug EP haben, wenn wir in Morosch ankommen, denke ich. Ah, ihr seid zurück. Seid ihr nun bereit für den Kampf? Mir kommen überfällt die Talonplagen. Ich habe das Lager gefunden. Also gute Nachrichten. Aber so wie es aussieht, können wir dem Urgern noch immer nicht das Handwerk legen. Bürger des Stippwitz hat es mir kurz nach eurem Aufbruch verkündet. Der Stadtrat weigert sich auch nur eine Wache aus der Stadt zu lassen. Meine Auskunde der Sicherheit, wie der Bürgermeister mir versicherte. In dieser Zeit werden außerhalb der Stadtmauern weitere Pilger und Bauern einen elenden Tod durch die Hände des Ogers und seiner Bande sterben. Ein Irrsinn ist das. Der Stadtrat. Da werde ich euch in eurer Stadt den Rat überzeugen. Ich bin nicht wie jede Schurke Pflichten und Wachdienst gebunden. So kann ich schmerzhaft den Rat umzustimmen. Da habt ihr sicher recht. Dennoch wird es nicht leicht. Ihr werdet zunächst das Vertrauen aller Ratsmitglieder gewinnen müssen, bevor sie euren Anliegen ernsthaft Gehör schenken. Mit dem nötigen Geduld wird mir dies schon gelingen. Ihr werdet sehen. Sagt mir bitte noch einmal, welche Bürger Talons zum Rat gehören. Bürgermeister Stippwitz, der findet ihr um die Tageszeit sicherlich bei einem guten Krug Apfelwein an einem Tisch voller Schenke. Kauft man eigentlich, werdet ihr am Markt vorfinden und der örtliche Geweihte der Pereine sollte am Tempelplatz zu finden sein. Und damit euch, Blöcke. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Geweihten. Heben uns den Bürgermeister dann zum Schluss auf. Aber waren wir noch im Pereinentempel, kann ich euch mal von innen zeigen. Mehr wie aus wie so ein Wunschlazarett als wie ein Tempel, aber sind halt die Parade-Tempel. Orte Heilung. Vorne. Willkommen am Kloster von Talon. Wie kann ich euch helfen? Ihr gehört aus dem Stadtrat, nicht wahr? Ihr müsst dem Hauptmann unbedingt erlauben, das Ogerlager anzugreifen. So, warum sollte ich dem zustimmen? In Talon gibt es für die Wache viel zu tun und die Goblins sind keine unmittelbare Bedrohung für die Stadt. Was kann es für die Wache zu tun geben, das wichtiger ist, als die Menschen von dieser Plage zu befreien? Wenn ich einen Teil der Arbeit der Wache übernehme, es wird schon was anderes. Das gibt tatsächlich etwas. Wenn ihr meinen Auftrag erfüllen würdet, würde ich den Hauptmann meine Erlaubnis erteilen. Seid ihr damit einverstanden? Also gut, lasst hören. So wie es jetzt aussieht, hat es ein Goblin geschafft, in die Stadt einzudringen und einen Brunnen zu vergiften. Pereine sei Dank hat er sich so ungeschickt angestellt, dass der erste Bürger, der Wasser geholt hat, es gleich bemerkt hat. Er ist also niemals zu Schaden gekommen. Aber der Brunnen ist dennoch für die nächste Zeit unbrauchbar. Ich kenne ein Rezept, um das Wasser vom Gift zu befreien. Mir fehlt aber eine entscheidende Zutat. Was für eine Zutat wäre das? Es ist ein eher seltenes Kraut und wächst nur nördlich von hier in der Nähe von einer alten, verwitterten Felsentor, eingelassen in den Berg. Aber die Stadt zu verlassen, ist deshalb für einen einfachen Geweihten mich allein zu gefährlich. Wenn ihr mir also an meiner Stadt die Zutat besorgen könntet, würde ich keine Stadtwache mehr als Leibgarde benötigen. Dann könnte ich meinem reinen Gewissen dem Plan des Hauptmanns zustimmen. So soll es sein, ich werde euch die Zutat für euer Gegengift bringen. Ausgezeichnet, ich zeichne euch den Ort auf eurer Karte ein. Kommt wieder, wenn ihr die Zutat gefunden habt. Das werde ich machen, lebt wohl. Okay. Bezeuge den Obergeweihten. Finde ich da Raune. Wer denn da Raune? Ja, und die Pflanzen, die man tragsam immer für die Quests braucht. Rontra, sie gehören des Krieges. Mut, Zorn, Ehre, Blitz und Donner, das sind ihre Domänen. Und der Tempel sind schwer beschäftigte Festungen. Ihre Wappentier ist die Löwen. So ist das. So, wo haben wir das Kraut? Raun oder da oben? Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal mit jedem von den dreien und dann machen wir uns auf, nicht, dass mehrere Sachen dahin führen. Ich glaube zwar nicht, aber man weiß ja nie. Mal eine Katze. Miau.
Was ist so wichtig, dass ihr mich schon wieder stören müsst? Ich bin außer stören zu müssen, werter Kaufmann Eirich. Es geht jedoch um eine höchst wichtige Angelegenheit. Der Hauptmann von Talon bittet um eure Erlaubnis, der Stadtgatzritmitglied gegen das Ogerlager vorzugehen. Ah, hört sich das einer an, als ob das so einfach wäre. Ehrlich gesagt, gebe ich keinen Pfifferling darauf, was der Hauptmann will. Aber eine Gegenleistung eurerseits wäre ich bereit, dem alten Haudegen dieser Sache entgegenzukommen. Nun gut, eine Hand wäscht die andere. Da unser beider Teil kostbar ist, bitte ich euch, uns kurz zu machen. Was verlangt ihr? Gut, kommt ein wenig näher, es geht nur uns beide was an. Unter uns gesagt, es geht um Familieninterner. Mein Sohn trifft sich seit geräumer Zeit mit einem gewöhnlichen Markt. Ich habe seit gestern nichts mehr von ihm gehört und habe nur den Verdacht, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Fragt Mutter Süßen, ob sie euch einen Hinweis geben kann. Soweit ich weiß, ihre Tochter das gehört, dass mir mein Sohn abspenstig macht. Bringt mir meinen Sohn lebendig zurück und dem Hauptmann ist meine Stimme sicher. Einverstanden, ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr gut, kommt wieder, wenn ihr Neuigkeiten habt. Ihr seid immer noch hier, was ist denn noch? Typ, der ist ganz schön stressig. Gestresst. Dann gehen wir halt direkt mal zum Mutter Süßen. Vielleicht machen wir das auch zuerst. Ich weiß es nicht. Egal, die Reihenfolge eigentlich. Ach, ihr seid es wieder. Womit kann euch Mutter Süßen diesmal helfen? Kaum mal eingeschickt mich. Ich würde mit euch gerne über eure Tochter sprechen. Besser gesagt, über sie und den Sohn des Kaufmanns. Meine Tochter? Aber sie hat doch gar nichts getan. Sie war mir ein gutes Kind. Was will der Alte eigentlich von mir? Von ihr? Stimmt es, dass sein Sohn und eure Tochter insgesamt ein Paar sind? Ja, das sind sie. Ich habe ihr schon oft gesagt, sie soll die Finger von dem übermütigen Burschen lassen. Das kann nie gut werden. Der Vater würde niemals eine Heirat einwilligen. Warum kommt er eigentlich nicht selbst, wenn er was zu stänkern hat? Er hat euch sicher bezahlt, damit ihr die beiden auseinander bringt. Bitte dürft meiner Tochter nichts tun. Sie hat nichts Unrechtes getan. Beruhigt euch. Niemand will euch oder eurer Tochter etwas tun. Ich wollte schon wissen, ob ihr mir sagen könnt, wo sich die beiden neuerdings treffen. Kaufmann eigentlich macht sich nämlich Sorgen, weil ich schon länger als sonst nichts von seinem Sohn gehört oder gesehen hat. Niemand glaubt, ich wäre dumm und würde nicht mitbekommen, was sie den ganzen Tag so macht. Sie treffen sich oft am alten Bohrungsacker innerhalb der Stadtmauern, weil es dort immer sehr ruhig ist und kaum mehr vorbeikommt. Ulfing war schon als kleines Kind von der Gruft seiner Vorfahren fasziniert. Wenn die beiden schon wieder verschwunden sind, könnten sie eigentlich nur dort sein. Leb wohl, gute Frau. Okay, also innerhalb der Stadt. Das ist quasi das nächste. Ich glaube, da mache ich das Krypta des Bohrungsackers. Gehen wir da mal rein und holen die beiden raus. Gucken, ob es sich auch so einfach gestalten lässt, wie sie es anhört. Guck mal, hier werden Fladenbrot verkauft, niemand steht hier, ey. Geht's mir nicht, ich wollte doch Fladenbrot kaufen. Und dann markiert auf der Begelpreisstücke. Gut, Krypta des Bauernsackers. Gucken wir mal vorbei. Das war die, wo wir die Tür geschlossen vorgefunden haben. Ist aber mal so offen. Dann mal rein da. Mal übrigens mal jetzt halt für den Speicherpunkt, fällt mir da gerade so ein. Bei der Musik. Na, schauen wir uns mal an, was wir hier haben in der Krypta. Außer erstmal eine Menge Fässer. Aber jetzt ist dann Inventar schon wieder voll, ey. Das geht in letzter Zeit echt immer schnell. Jetzt greifen sie an, um Skelette. Was befehlt ihr? Kette mit zwei Anschwertern. Kann die durch. Ich versuche mein Bestes. Ein paar mehr Geschwätte als ich dachte. Ja, wo wir Hundre und Pamalor. Höher Rückgang. Lass das mal Vorgriff machen. Nimm das. Was befehlt ihr? Ich versuche mein Bestes. Höher Rückgang. Komm schon. Als ob es als Block so ein Skelett. Widerstand. Nice. Ich lasse mein Haupt mal ein bisschen näher im Auge. Nice. Das klappt. Lass sie mal das auf den nächsten machen. Alles klar. Ah, für warum habe ich das nicht gemacht, aber gut. Passt schon. Macht ein bisschen weniger Schaden in der Zeit der Luft. Schön. Fangmann Stufe 11 erreicht. Schön.
Nein, ihr habt jetzt nicht so tolles Zeug dabei, ich nehme trotzdem auch mal mit. Rostiges Zeug vor allem. Ein paar haben gar nichts dabei. Also besser eigentlich. Geld in Fässern, ey, wenn man echt auch so viele Fässer aber schade stehen würde, wenn man sie schlägt. Noch eins mehr. Wie sind denn die noch? Wahrscheinlich die ganze Köpfe damit voll sein. Sie können auf jeden Fall den Dreierschlag, den ich gleich gerne lernen würde. Das bin ich. Können eigentlich Matralda heilen. Dann können wir weiter. Muss Matralda einfach rausgehen diesmal. Ich ist aber da, dass der Hauptheld mir vorgeht, dass der immer am meisten kassiert. Hier wimmelt es ja geradezu von Untoten. Schnell! Lasst uns die beiden suchen, bevor es zu spät ist. Die Stimme steht zu, Tralda. Was sollten wir tun? Das ist eine Töne Vaterfisch. Kriegen wir die an Schärf? Wir haben es fallen stellen mit ihm überhaupt nicht skillt. Und nur auf den Wert von, ich glaube, 10 genau. Aber bisher das ganze Abenteuer über hat es auch gereicht. Zur Stelle. Warte mal, klar, das ist aber nur so logischerweise eine Haarnadel für. Was befehlt ihr? Und dann gehen wir mal durch, gucken. Okay, wir haben offenbar eine Menge Skelette. Ich gehe am besten erstmal auf das Gerüst, auf die besser gerüsteten. Folgt mir. Das kann man. Okay, wir können das angreifen. Zur Stelle. Das kann man nahezu machen. Alles klar. Noch einmachen. Boah, ey, das macht schon viel Schaden mit dem. Jawohl. Was? Komm schon. Nimm das. Ich versuche mein Bestes. Das ist überall bereicht. Ja, war doch ganz gut der Kampf. Steinsack, Fragment eines Tagebuchs, Silberring, Karten. Ich glaube, das lesen wir mal aus, hat eine Aufgabe zu tun. Tagebuch von Sindan Eichrich, dritte Pereine 926p nach Bosbarans Fall. Nach Jahren des Umherwanderers sind Dana und ich endlich in eine Gegend gekommen, in der uns mein Ruf nicht vorausgeeilt zu sein scheint. Der Tarnholz, ein kleines verschleifendes Tal, ist dessen Zentrum in Städtchen Talon liegt. Ich habe mich als Händler ausgegeben und hier ein Haus gekauft, in dem ich in Ruhe meinen Studien nachgehen kann. Talone sind ein herzgutes Völkchen und haben uns breitweg aufgenommen. Ja, ich glaube, hier könnten wir endlich glücklich werden. Talone wird anscheinend zu der Branche. Ich stelle mir vor, das Tal entpuppt sich wahrlich als Goldgrube. Im Heiligtum von Brennzahn steht ein heiliger Apfelbaum, der Göttin Bereine geweiht. Zwar wollen die Geweihten mit den Früchten des heiligen Baumes selbstverständlich keinen Handel treiben, aber seine Präsenz scheint sich auch auf die Güte der Früchte der anderen Apfelbäume hier im Umland auszuwirken. Der Apfelwein, den die Menschen hier herstellen, ist von höchster Qualität und es wundert mich, dass niemand vor mir auf den Gedanken gekommen ist, ihn zu exportieren. Wenn ich mit Hilfe von Dana erst einmal ein gutes Handelsnetz aufgebaut habe, sollten mir die Probleme meiner Studien zu finanzieren auf ewig der Vergangenheit angehören. Bei meinen Erkundungsgängen im Tal habe ich nicht unweit von Parenzheim eine versteckte Höhle ausfindig gemacht. Dort werde ich mein Labor einrichten. Zwar ist der Handel ein angenehmer und lukrativer Zeitvertreib, aber ich kann es gar nicht erwarten, endlich meine Studie wieder aufzunehmen. Ich habe Dana von meinem Plan erzählt, sie ist derselben Ansicht wie ich. Ich hatte schon befürchtet, sie könne Bedenken haben, würden deswegen wieder vertrieben werden. Aber sie kennt mich und weiß, wie wichtig diese Studien für mich sind. Okay. Wollen wir noch mehr Fragmente finden? Oder ein Vorfahr von dem... Händler. Okay, die nächste gesicherte Tür. Wahrscheinlich auch mit Falle. Diesmal misslungen, aber was soll's. Alles klar. Egal. Bei den Chefen habe ich nicht gesehen, dass wir das skillen sollten.
ein paar neue Skelette. Wir können nur eins davon angreifen. So, gibt es noch einen Gymnazis. Du kannst dich mal um das kümmern. Oh, 36 Schaden, nicht schlecht. Boah, geil, ist gerade geworden, hittet. Ja. Ich gehe voran. Ganz alten, rustigen Sachen, die wir dabei haben. Zwei runter. Kein Problem. Das Tagebuch 4. Wir sollten erstmal die anderen drei Teile finden, dass wir in der richtigen Reihenfolge lesen. Okay, ja doch, gehen wir hier noch. Passt schon. Gehen wir einfach mal geradeaus. Nächste Tür, wahrscheinlich ein Fragment. Ich versuch's aber mal. Ich hab's geknackt bekommen. Ein Chef bekommen. Dann hat's geklappt. Guten Tag, werte Freunde. Das bin ich. Alles klar. Fura. Ja, wir Rondra und Pamalor. Wir kamen zwei von uns umgestoßen. Das bin ich jetzt. Ja, komm, lass doch mal Vorgriff machen. Für Rondra und Pamalor. Da. Komm. Einkreisen. Ja. Arg warten. Ja. Mochzack! Elf, was noch? Für Benictus, guck mal. Der Exzessen, 10. Und das war's. Aufgepasst! Natürlich! Neun Dukaten, Flachmann und Freimann, Tagebuch 3. Das ist nur der zweite Teil, dann können wir mal weiterlesen. Die nächste. Kann am Rand entlang. Das ist eigentlich für Sinnschärfe verantwortlich. Ich alles mal. Ich auch mal wieder leveln, dann würde ich fallen vielleicht auch noch einen Moment erkennen. Na klar. Da ist vorne mal ein Verband verpassen, bevor wir da reingehen. Na klar, das ist ja voller wahr, aber das hat es ja nicht erkannt, deswegen können wir es auch nicht schärfen. Okay, nächstes Geldarmee. Wandel der EP-Armee, kann man sie auch nennen. Ein zaubernes Lust. Ein Kumulatio. Das war in Zweck, da kannst du mal den Weg mal. Noch 56 Schaden, Alter. Ich weiß auch, warum ich wieder mitnehme, statt der Rolana. Zack, 56 Schaden. Warum der ganze Schaden auch normal nicht weg? Das sollte auch mal in unserem Tagebuch lesen. Wir das mal weiter.
Die Arbeit an meiner Ring der Astralmacht geht gut voran. Er kann astrale Kräfte schon recht lange speichern, um meine Studien der Nekromantie weiter voranzutreiben, welche wohl sein Fassungsvermögen als auch seine Wirkungsdauer noch erhöhen müssen. Einer geweihten Prinz Heinz, eine gewisse Meridin, hat mich dabei ertappt, wie ich nächtens mein Labor aufsuchte. Ich stelle schon, ihn töten zu müssen, doch er schien keinen Abschau von dem zu empfinden, was ich tue. Im Gegenteil, er schien beinahe fasziniert davon. Wie es aussah, trat er nicht ganz freiwillig dem freien Ohren bei und wurde von seiner Familie auf diesen Lebensweg gedrängt. Geweihter Meridin hat mich von sich aus noch einmal in meinem Labor besucht und hatte ein interessantes Angebot für mich. Er scheint ein ganz und gar weltlicher Mann zu sein, hat sich bereit erklärt, mir ab und zu Artefakte aus dem Schatz des Heiligtums gegen Bezahlung zu beschaffen. Weil ist etwas dabei, was mir in der Tatooine voranbringen könnte. Die Götter, verflucht sollen sie sein. Niemals hatte ich vor, für meine Studien zu töten. Keine Leichen, die ich je verwandt, stammte jemals meinem Zutun, aber nun haben die 12 mir einen grausamen Streich gespielt. Meridin war wohl etwas so unbedacht bei seinem Dieberei und ließ von seiner leider nur allzu frommen Bereine Geweihten mit Namen Hesperia zu meinem Labor verfolgen. Sie hätte die Prioten informiert, alles wäre aufgeflogen. Meine Studien, der Ring meiner Dana. Ich hätte alles verlieren können. Ich habe Meridin befohlen, die eifrige Geweihte in einer der vielen kleinen Höhlen neben meinem Labor zu verscharren. Der Abt und der Bürgermeister waren misstrauisch. Gestern haben sie mich besucht und mich zu Hesperias Verbleib befragt. Ist es rechtens, dass ich den beiden zünde, mich zu verdächtigen? Nur weil ich ein Fremder der Stadt bin? Immerhin habe ich da wirklich auf dem Gewissen. Sie haben jedoch aufgehört, Fragen zu stellen, als ich sie daran erinnert habe, wer denn ihre Äpfel weit über Nikosch hinaus Pulp gemacht hat, wer einen nicht unerheblichen Teil der für die Instandsetzung des Tempels benötigten Summe gespendet hat. Bei Rondra. So, wo ist das dritte Fragment? Ich glaube, es sollte vorkommen. Ja. Diese Seiten sind kaum noch zu entziffern. Es scheint fast, als hätte der Schreiber sie im Fieber verfasst. Zwischen all den Tintenflecken und unverständlichen Diagrammen so wenige Fragmente, die du entziffern kannst. Halt die Beschäftigung mit dem gegen alle meine anderen Studien, wenn er erst einmal seine volle Kraft entfaltet. Dana sagt, ich verbringe zu viel Zeit im Labor. Wahrscheinlich hat sie recht, aber ich bin so kurz vor einem Durchbruch. Kann ich mir die in der Gleichzeit geblieben halten als je zuvor? Meine neue Entdeckung gemacht, Meridin lange nicht gesehen, weil er da mir von Zwergenturm erzählt. Vielleicht finde ich dort geologische Artefakte, die mir helfen könnten. Aber noch nicht jetzt. Der Abt scheint wieder misstrauisch geworden zu sein. Der Ring, blaue Keuche, hat diesen Winter viel Opfer gefordert. Totenkörper kam mir aber nicht nach, war es mir leicht, ist in der Nacht noch mehr frische Körper. Ja. Okay, und die 4. Leider schon wieder an Dummschädel erkrankt. Ihr Gesundheitszustand macht mir allmählich Sorgen. War sie schon immer so kränklich? Ich weiß es nicht mehr. Habe ihr Medizin gebraucht, aber sie scheint kaum zu wirken. Sie behauptet, sie würde schneller gesunden, wenn ich mehr Zeit bei ihr verbringe. Sie ist so sentimental. Was soll in meiner Nähe mit ihrer Gesundheit zu tun haben? Der Kraft hat gar nichts. All meinen Künsten zum Trotz liegt Dana jetzt mit dem blauen Keuchel im Krankenbett. Widerwillig habe ich einen Psychologikus aus Ferdok herbestellt, der sich um sie kümmern soll. Der Umfang meiner Schulen lässt mir kaum noch Zeit, mich selbst um sie zu kümmern. Der Ring ist mittlerweile in der Lage, ungeheure Mengen astraler Energie in sich aufzunehmen. Wenn ich all diese Kraft in einen Halshammer stecken könnte, wäre das vielleicht dazu imstande, die Krankheit aus ihrem Körper zu verbannen. Also sind mehr Studien notwendig. Sie ist vor 2 Tagen gestorben. Einmal wissen, einmal in Macht, war nicht in der Lage, sie zu heilen. Ich war noch nicht einmal da, als es passiert. Ich war sehr damit beschäftigt, meine Variante des Zeltarius zu perfektionieren. Sie ist allein gestorben, allein verlassen. Verflucht sei meine Seele, ich hätte bei ihr sein sollen. Ich habe die große Kuft in Talung gekauft, um Dana zu bestatten. Also würde ich sie bei mir im Haus behalten, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, sie zurückzuholen. Überzweifle ich, dass das hier jemand verstehen würde. Traurige Story, aber er war auch selber schuld. Er hat sich zu sehr der Totenbeschwörung hingegeben. Da ist, glaube ich, auch Dana ihr Grab auf der Map. Fink, bist du das? Ich habe solche Angst. Burisch Mädchen, ich bin hier, um dir zu helfen. Bist du nie aber deine Mutter und der Kaufmann irgendwie schicken mich. Was ist hier geschehen? Meine Mutter, wirklich? Den 12. sei Dank. Bitte, ihr müsst Ulfing helfen. Er ist auch ganz tief unten in der Gruft. Da sind plötzlich überall die Leichen aus den Gräbern gekrochen. Da hat Ulfing mich durch die Gittervorlage gestoßen und mir gesagt, ich soll fortlaufen und Hilfe holen. Dadurch habe ich meine Angst verlaufen. Hey, das Ding ist gar nicht so groß, wie kann sich verlaufen. Musste mich hier von diesen lebendigen Schrecken verstecken. Ich will euch an, ihr müsst mir helfen. Es könnte jeden Augenblick zu spät sein. Keine Sorge, wir werden deinen Liebsten finden, aber erzähl mir doch erst einmal, was hier überhaupt geschehen ist. Spät, preis ich uns bei, da kommen sie. Noch weiter Untote, yay. Alles klar. Okay. Ark Vartus. Ich versuche mein Bestes.
folgt mir. Jetzt wird's ernst. Ein Wort. Wir Ronda und Kamalor. Na klar. Auf ein Angriff. Zur Stelle. Und noch mehr. Zur Stelle. Ronda und Kamalor. Hey, ja. Recht ihren Widerstand. Oh, oh, die gehen auf sie drauf. Leute. Zielwechsel. Wenn sie steht, was ist. Alles hier wird's ernst. Ja. Zur Stelle. Ich versuche mein Bestes. Ich kriege mal angewendet, um zu merken. Das bin ich. Nimm das. Einkreisen. Ich versuche mein Bestes. Hey, folgt mir. Nimm das. Der Magier. Was wir sollen sehen. Komm schon. Ein Schwert. Ein Bock. Bei Rondra. Wir hatten vorhin drei noch einen dummen Bahn versetzen können. Arg Vatus. Blablabla, das. Das bin ich. Mein Irr. Wenn er umkippt. Toller funktioniert nicht. Was bitte? Lass das mal Vorgrim machen. Moment, wir schauen. Zur Schleifkreis bilden. Nimm das. Für Ardo. Nice, ein Hieb 20 Schaden. Not bad. Ja. Alte Streitaxt. Was befehlt ihr? Okay. Ist noch irgendwas dabei? Ja. Gut, dann gehen wir mal der... Njom. Tausend Dank! Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber bitte, wir müssen Ulfing retten, bevor es zu spät ist. Dann ehrt mich, aber kümmern wir uns nicht um Ulfing. Sagt mir schnell, wo ich ihn finde. Ihr seid sehr übelmäßig, aber ihr habt sicher recht. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ulfing wurde von diesem schrecklichen Monster gefangen. In der Kuft mit dem Eisentor. Ich habe den Schlüssel dafür. Hier nehmt ihn und bitte beeilt euch. Sandalen. Guck mal, das hat nur 5. Nehmen wir es auch noch. Dummschädel hat nun auch mich erwischt. Es fällt mir immer schwer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es mir gelingen wird, Dana mit Hilfe des Ringes aus dem Totenreich zurückzuholen. Das Fassungsvermögen sei seiner Erschaffung immens gestiegen. Mit so viel roher Macht sollte ich den Schleier, der die Lebende von den Toten trennt, mühelos zerreißen können. Dann werde ich alles wieder gut machen. Das interessieren mich alle meine Diener, mein Wissen um den Geist und die dunklen Mächte, wenn ich mein Dasein ohne Dana fristen muss. Auch mit meinem Geschäft geht es langsam bergab. Kein Wunder, ich habe ja keine Zeit, mich um sie zu kümmern. Ich habe einen Brief an meinen Bruder Dolgon in Tarbab zu Weilen geschickt, er soll nach Talon kommen, um sich um meine Geschäfte kümmern. Wir müssen mehr 20 Götter nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie er reagieren wird. Nun habe ich also auch die blaue Keuche. Die Götter wollen mich bestrafen, ich spüre es tief in meinem Herzen. Da werde ich ihnen zuvorkommen. Mein Meisterwerk steht kurz vor seiner Vollendung. Seit Wochen sammle ich nur noch astrale Kräfte, speise all diese Macht in meine Ringe. Es wird nicht mehr lange dauern. Mein Bruder hat tatsächlich geantwortet, er wird bald hier sein. Ich glaube, bei Limiting Leib zu verbrennen. Das Fieber ist mein Gedanken, ich kann sie nur schwerlich orten.
Morgen will Dalgon hier eintreffen. Ich werde diese Aufzeichnung, darf niemand, wenn sie der Kopf verstecken, dann kann ich auch noch einen Blick auf Tana werfen. Gut, er wird mich pflegen und wenn ich wieder gesund bin, dann wiederholen. Dann werden wir wieder eine Familie sein. Glücklich bis an unser... Ah, das war nicht der Licht. Okay, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir dann weiter hier in der Gruft. Danke fürs Sehen, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.